So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 3 mit Drykia. Immer noch ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen und wir haben noch Probleme. Wir müssen den Zwergen helfen, wieder auf die Füße zu kommen, damit wir hier einen Verbündeten haben, der uns einigermaßen mag. Wir haben zwar minus 40 Abneigung, aber irgendwo brauchen wir Freunde. Und wenn wir das hier geheilt haben, dann geht gut. Was ich aber noch machen wollte, bevor wir irgendetwas machen. Wir holen hier Riesenwölfe. Ja. Und rekrutieren an der Stelle noch den Falkenaugen-Dude. Und dann heilen wir den Wald. Das Ritual ist verfügbar. Wir klicken also hier drauf. Erhalte den baufolgenden Gebäude. Ja, wir führen es aus. Feinde sammeln sich, um das Ritual zu stören. Ihr könnt sie schwächen, wenn ihr sie vor Eintreffen ihrer Streitkräfte angreift, auch wenn ihr den Kampf verliert. Das Ritual lässt sich nicht anhalten. Doch ihr erhaltet zusätzliche Belohnungen, wenn ihr den Wald bei seinem Abschluss kontrolliert. Super. Da sehe ich eigentlich nicht so ein Problem. Wir gehen die hier schwächen. Moment schnell. Ah ja, okay. Wir könnten... Ja, das schaffen wir natürlich nicht mehr. Okay, wir gehen hin. Wir haben 15 Leute, das müssten wir machen können. Ein knapper Sieg, sagt er. Wir machen hier eine Autoschlacht. Ich muss gegen die Orks wahrscheinlich so oder so die ganze Zeit kämpfen. Wir leveln die Truppen. So. Meine Damen und Herren, ihr könnt auf Twitch wieder Ausrufezeichen Held reinschreiben. Weil wir haben jetzt hier einen Lebensmagier. Mit Giftfeen. Der mit am Start ist. Eigentlich müssen die doch Plusrang haben, oder nicht? Ah ja, wenn wir das in der Nähe von ihm machen. Aber das können wir nicht. Na gut, dann halt so. Ist okay. Oh, den verbotenen Stab haben wir gekriegt. Schön. Ah ja, und mehr Ding. So, einmal Bewegung auf der Kampagnenkarte. Dann machen wir auch hier Nahkampf für die Wachen und Dryaden. Weil die Basis von uns besteht immer aus Dryaden, weil das die Truppen sind, die weniger kosten. Kampftraining und Pfeil des Kurnus. Dann sieht das gut aus. So, jetzt müssen wir noch schnell ein paar Sachen machen. Und zwar, einmal unterstützen wir mit einem Faltenbegleiter dich hier, Blechwalze. Dann, Talisman der Ausdauer, Talisman der Ausdauer, Reliquienschwert etc. etc. Sanden, du kriegst ein Talisman der Ausdauer für Rüstung, also 8% weniger Ding. Alatane kriegt auch 8% weniger Schaden, also ein Rettungszauber. Ist das? Dann machen wir bei Sanden die Waffenstärke noch hoch. Die zwei Spruchrollen, die verschmelzen wir mal. Was haben wir rausgekriegt? Krone der Herrschaft. Trank der Geschwindigkeit. Ist nett. Bernstein-Trance. Ja. Besser als nix. Und Trank der Geschwindigkeit für Alatania noch. Ja, ist okay. So. Jagdhunde. Robles kriegt auch Jagdhunde. Kontrolle plus 2. Kampftänzer, die bringen mir nichts. Erfolg von feindlichen Helden, auch nicht wahnsinnig wichtig. Den hast du schon. Noch ein Standarte, Klingenstandarte. Ja, die Krone finde ich nicht so der Hit. So, also, wer ist hier am Start? Wer ist hier am Start? Snake. Die Zahlen lasse ich weg, Snake. Snake, danke, dass du uns hier heilst mit deiner wundervollen Lebensmagie. Ah, da kommt nochmal eine Truppe auf uns zu, ne? Will auch gleich holen.
Ah, ich weiß gar nicht, ob wir das Gebiet... Nein, da dürfen die nicht hin. Das Gebiet können die nicht einfach passieren. Das geht so nicht. Dann gucke ich später mal. Wir attackieren jetzt hier, weil ich das und dann das einnehmen möchte, um den... Oh Gott. Den Zwergen zu helfen. Ich kann leider über den Berg die Sache nicht vergeben, ne? Wieseland möchte einen Nicht-Angriffspakt mit uns. Our meeting cannot. Diplomacy. So. Dann wollten die hier noch handeln mit mir. Oh, und der Eishof. Sehr gut. I will tolerate ja, klar. No opposition. So, damit haben wir mit Kislev gute Beziehungen. Die Adlerhüter nehmen wir nicht mit rein. Das brauchen wir dann auch nicht. Zulfbar haben wir schon nicht angespackt. Kadrin könnten wir noch. Ja, komm, machen wir jetzt, dann haben wir das. Wir brauchen Freunde. Diplomatie ist wichtig. Hab's in der letzten Folge schon gesagt. So, ich befürchte, dass wir das mit den Dings nicht mehr hinkriegen. Wir attackieren das. Das schaffen wir. Wenn wir Pech haben, sind die Zwerge in der nächsten Runde weg. Wenn wir Glück haben, dann wird die Siedlung nur ausgeraubt und nicht direkt dem Erdboden gleichgemacht. Lennox, danke für 98 Monate. Vielen lieben Dank. Ja, die kommen aber schneller zur Unterstützung ran. Holy moly! Wo stellen wir uns auf? Weit hinten? Weit vorne? Im Wald? Das sieht mir doch nach einer Stelle aus, die wir brauchen können. Im Wald, ich habe mich jetzt für hier oben entschieden. Die Bogenschützen werden ihre Bogenschützen mit Leichtigkeit wegschießen. Wir lassen einen Teil unserer Spinnenreiter hier hinten, Spinnen da hinten rumnuben. Dann provozieren wir ihn mit Zaubern so lange, bis er uns angreift. Yes, sorry, Wasser holen. Snake, kein Problem. Boom.
So, wir müssen den nach vorne schieben, weil der hat jetzt gerade auch die eigenen getroffen, der Trottel. Spart eure Muni bitte. Bedeutet die nämlich nur für die, die wir nicht brauchen. So. Das sind die Katapulte, die uns hier angreifen. Ne? Fliegen wir da hoch, dann kann ich nur da angreifen. Spinnenreiter hätte ich dann gerne ein bisschen weiter hin. Defenders of Athel-Lauren! Targets! We are tireless! So, jetzt können wir mit der großen Zauberei beginnen hier, weil die so schön viel auf einem Haufen steht. So, und wenn der eine hier im Nahkampf ist, dann macht er auch wieder diese Fähigkeit, senden, du warst das. Du schwächst einfach wieder alle. Alle, die da angreifen, werden geschwächt. Wir bleiben aber bei den kostengünstigen Rabenschmaus-Sachen. Kommandanten, der mittendrin ist? Ich sehe ihn nicht. Aber nicht mehr. So, dann hier nochmal ein Grenzschmaus. Wirkt sich auf alle Gegner in Reichweite aus. Herrlich. Traut sich nicht weiter nach vorne, hä? So, dürfen aber eigentlich gleich alles haben. Ja, guck an! Die sind in der Siedlung, damit sind sie auch Geschichte. Na, ja, das wird was. Das ist jetzt ein bisschen abhängig vom Glück oder vom Pech. Vielleicht wäre es smarter gewesen, wenn die unten rumgegangen wären. Statt oben rum. Ich zeig gleich, was ich meine. Obenrum ist über die Zwergenhauptstadt und untenrum ist woanders. Wir gehen rein. Hier meine ich, so rum, ne? Dass wir das und dann das geholt hätten. Dann hätten wir das mal abgeben können. Dann das noch einnehmen und das dann auch abgeben. Ich weiß auch gar nicht, wo er noch was hat. Ich glaube, er hat nämlich nichts mehr.
Man kann die Siedlungen immer noch nicht tauschen, das ist so pain. Stop right off! Das schafft er, das schafft er. Und dann stehen wir alleine da. Oh mein Gott. Indoktrination. Ich finde Rykia eigentlich ziemlich stark, ne? Obwohl, so viel Boni holt sie hier jetzt auch nicht raus, muss man sagen. Naja, aber ein bisschen was ist nicht schlecht. Wir machen sie noch stärker. Wir werden, also wenn wir jetzt Glück haben, dann geht's. Wenn wir jetzt Pech haben, dann geht's nicht. Du denkst, er springt gleich in den Turm zu mir rüber. Das wäre natürlich ideal. Wir bauen die Verteidigung hier noch aus. Aber nicht eine Fraktion zurückholen kann. Dort auch, es gäbe schon Möglichkeiten. Verdammt. Es gibt schon Möglichkeiten, eine Fraktion zurückzuholen. Aber da müssten wir es rebellieren lassen. Sehr schön. Handel mit dem Imperium. Dann haben wir dahingehend auch mal Ruhe. Oh mein Gott, guck, da kommt er mit einer Armee an und die Zwerge sind weg. Okay. Ein Fremder kommt. Ein vermummter Fremder aus dem finsteren Albion bringt eine Bitte. Bringt eine Bitte vor. Er wirkt gefährlich, doch er versichert euch, dass er friedliche Absichten hegt. Ja, wir geben der Bitte statt. So, sie sind weg. Das ist Kacke für uns. zwei Runden noch. Ja, aber ich mag eigentlich nicht auf sein Gebiet laufen, weil das findet Karl Franz nicht so toll. Deswegen setzen wir uns hier einfach mal fix rein. Snake kommt mal bei Rubels dazu. Wilde Bären wären natürlich auch nicht so schlecht. Ne? Wohl machen wir drei und die machen wir noch einen Trupp rein. Weil die sicher noch was auf Distanz brauchen. Ich weiß nicht, ob Fledermäuse vielleicht noch smart wären. Bisschen mehr Geld. Tja, und theoretisch müsste ich mich jetzt hier langsam zurückbegeben, weil wenn er jetzt hier kommt, ne? Okay. Das mit den Zwergen hat nicht funktioniert. Die sind weg, die sind Geschichte. Ein Pyrosieg. Nee. Kein Pyrosieg. Ziemlich sicher nicht. Die Verstärkung, die da kommt, die tut weh.
stellen wir schnell alles hier in den Wald. Irgendwo hier müssten... Wo sind sie? Die Kamikaze-Katapulte, die sind ein Problem. Ich weiß auch nicht genau, wo sich die befinden. Aber die will ich eigentlich mit den Sprengern wegsprengen. Und der ist wieder ausgerastet, wie immer. Ja, hier. So, das soll gar nicht erst zum Einsatz kommen. Gut. Warum der immer ausrastet? Wenn er unter 50% Lebenspunkte hat. Achso, hier. Wilder Zorn 1, passive Fähigkeit. Wenn er unter 75% Lebenspunkte hat, dann kann es sein, dass er Randale kriegt. Und weil er halt nicht Full HP ist, hat er das Problem halt regelmäßig. Wo bist du? Hier bist du. Da haben wir Gift da drauf. Einfach wegmachen, den bösen Buben. Ja. Ah, von hier kommt Unterstützung rein. So. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier. Kriegst du den noch geschnappt? Sehr gut. Täusche war sogar ein Gewaltmarsch, das heißt, wir können die hier gleich überrennen. Indem, dass wir die nicht mal mehr verfolgen müssen, sondern wir können einfach sagen, fertig, Ende Gelände, das war's. Gut. Und überrannt. Der Kommandant kam rein, wurde müde, ging und starb. Ja? Ein Sprichwort von Gaius Julius. Oder so ähnlich. Okay. Ich würde sagen, wir haben gut abgeschnitten. Machen wir mal das mit Auffüllen und so.
Wir holen hier einen neuen Kommandanten. Weil die meines Erachtens nach einen brauchen. Einen, der was taugt. Blutfeen. Der ist nicht schlecht. Ist auch wieder Schatten. Schreckensfeen. Erfolgschance für Hinterhalt plus 20% ist natürlich auch nicht schlecht. Wir nehmen aber den hier, der Blutfeen drin hat. Der geht dieses Mal an Twitch. Ausrufezeichen Held. Weil wir noch keinen Kommandanten von Twitch haben. So, und hier müssen wir jetzt ein bisschen aufstocken. Weil ich ansonsten das hier nicht gedefft kriege. Gegen große Feinde. Bären gegen große Feinde. Die Oger haben ja ausschließlich große Feinde. Ich glaube, das ist gut. 4 plus das hier, das müsste eigentlich reichen. Die wären auch noch gut gegen große Feinde. Aber das ist halt der Schlechter, ne? Also, wir nehmen ihn noch mit, auch wenn das jetzt teuer ist. Finanziell in einer prekären Situation. Noch eine Armee ist vielleicht auch ein bisschen viel. Grausame Freunde. Grausame Freuden. Machen wir den, die Basis noch ein bisschen besser. So, Seotrop, du bist unsterblich geworden. Ich gratuliere. Wir machen dich noch ein bisschen besser im Nahkampf. Auch wenn du unter dem Glanzzauber leidest, halte ich es trotzdem für eine gute Sache. Zuerst Ausrufezeichen und dann Held. Wir könnten eine Siedlung so lange plündern, bis die Zwerge wiederbelebt werden, damit wir ihnen dann die Sachen schenken können. Also, der hier trägt den Namen... Snake! Snake, denk dir einen Zweitnamen aus für dich. Ich ziehe den nächsten Gewinner. Senden, denk dir einen Zweitnamen aus für deinen Charakter. Unglaublich. Da Greidel. Greidel am Start. Also, Snake, du kriegst den Namen. Wo bist du? Hier. Baumbird. Und Sandon, du kannst dir auch was überlegen. Knorli. Knorlis, Sandon Knorli. Richtig gut. Richtig noch geschlossen? Danke. Also. Jetzt wird er sich das da wahrscheinlich gleich schnappen. Können wir... Wir müssten das so häufig ausrauben, bis es rebelliert. Dann würden die Zwerge wiederkommen. Hi, das ist jetzt aber natürlich ein Problem. Eine blöde Sache an der Stelle. Ja,
Er belagert es jetzt. Okay. Das ist aber gut, das verschafft uns Zeit. Ja, da können wir nichts machen. Ein Pyrosieg. Will ich den kaufen mit dir? Ich meine, im Grunde genommen, ja, wir haben mega viele Bogenschützen. Die können das alles umstellen. Er könnte gar nicht viel machen. Die Bogenschützen machen alles. Ja, komm, ist gut. Wir nehmen das Geld. Skarsnik. Bald Invasion steht bevor. Ja, das ist okay. Ich mache hier mal schnell Infanterie, damit wir das sicher haben. Ich will da halt nicht hin, weil ich muss auf das Gebiet vom Imperium. Das will ich nicht. Zehn Siedlungen, ja. Not allow pleasantries to delay more beneficial discussion. Wir machen das mal. Weil wir haben da hinten nämlich auch noch einen Baum, den wir irgendwie noch in den Griff kriegen müssen. Hier. Auf und ab und auf und ab. Okay. Ja, mit Cathay. Den Baum brauchen wir noch. Da Greidel, auch du kriegst hier die Dryaden, das ist immer unsere Basis. Also 97 Frieden, ne? Du bist immer noch im Krieg mit denen und hast zwei. Wir machen mal Skarsnik weg. Ich glaube nicht, dass wir das nicht schaffen. Da habe ich doch meine Zweifel. Ich meine, klar, Skarsnik ist echt so ein Dude, ne? Der ist ein Dude. Aber die hier, die können wir easy mit unserer Verstärkung, die wir die einfach so auf die Map zaubern, killen. Dann hat er keine Artillerie mehr. Wir könnten sogar wie so ein Maniac reinrennen. Das wäre auch möglich. Waren wir aber nicht. Wir stellen uns mal schnell so auf hier. Ich stelle mich aber hier schnell hin, um einmal... Ach so. Also der hat eigentlich nicht wirklich was. So, die Spinnen hier im Wald hinten, dass wir noch was machen könnten. Wieso ist die Hauptstadt der Zwerge weg? Weil Skarsnik die gekrallt hat. Und ich habe versucht, das zu retten, aber die Zwerge sind leider ausgestorben, bevor ich was machen konnte. Und jetzt versuche ich gerade ein bisschen die Sachen zu ändern, zu drehen und in der Hoffnung noch was regeln zu können. Rastet er wieder aus. So, wir versuchen natürlich als allererstes... Oh, der ging schief. Der Zauber ging schief, bitte. Ich will die Katapulte halt weg haben.
Ja, jetzt verfolgen sie mich. Sehr gut. So, offen. So, aber die Katapulte sind damit ausgeschaltet. Ich sehe gerade, dass ich hier am Rand der Karte bin. Bisschen billig, aber ja, war eigentlich keine Absicht. War die einzige Stelle, wo ich einen guten Hügel habe. Der Katapulte steht noch. Wo ist Garsnik? So, der holt das Katapult. Das ist Garsnik. So, wir killen mal seine Ausdauer. Es ist frech, wie stark das ist, die 100% Ausdauer zu reißen. Okay, der geht gleich. Na, warum sind die Bogenschützen da mittendrin? Was soll das denn?
Also die Flusstroller geben nicht auf. Er wird wegrennen. Das heißt, ich würde ihn eigentlich gerne noch besiegen. Wenn das etwas schwieriger sein dürfte. Also Zeit in Anspruch nimmt. Wir machen ihn nicht ganz kaputt, wir schwächen ihn nur so, dass er theoretisch regenerieren müsste, weil besiegt ist er. Ansonsten kommt nämlich ein neuer General, der wieder Full HP ist. So macht das mehr Sinn, dass wenn wir ihn jetzt nochmal attackieren, dann könnten wir mit dem Zauber einfach so schnell wegklicken. Esst ihr euer Nutella-Brot mit oder ohne Knoblauchsoße im Käserand oder lieber mit ganzen Kokosnüssen obendrauf? Ich habe meistens gerne noch so einen Bananenaufstrich drüber. Das ist super. Aber das ist Geschmackssache, würde ich meinen. Think again. Don't hold your breath. So, Erfolgschance für den Hinterhalt plus 20. Naja, jetzt haben wir es definitiv. Ein paar Sachen freigeschaltet, sehr schön. Jetzt könnten wir hier hin. Es sind übrigens die Skaven gewesen, die die Zwerge gekillt haben. Das wäre cool, wenn wir nämlich Skarsnik mit der Armee noch besiegen würden, dann hättest du nämlich, würdest du auch den Bonus kriegen für höhere Hinterhaltschance. Also wir könnten als Unterstützung daneben stehen, aber ich glaube, du kämst dann nicht mehr zurück. Und ich weiß halt nicht, was hier für eine Armee ist. Dann müssten wir das auflösen. Hier dazwischen und die ganze Zeit plündern, dass die Zwerge wiederkommen. Angron würde sich auch drüber freuen. Ja, Angron ist aber ein bisschen weit weg. Aber du meinst, dass ich ihm die Sachen hier durchschenke, so. Das könnte funktionieren. Also im Sinne von, wir klicken die Ogre weg und dann drücken wir ihm die ganzen Sachen so rein, ne? Statt dass ich mühsam versuche, die Zwerge hier wieder zu beleben. Right, speak your words. Plan Angron für unsere Zwecke brauchen. Das wäre was, ja. Wir müssen aber gegen, theoretisch müssten wir gegen Zwerge einmal, drei Schlachten müssen wir gegen Zwerge kämpfen, dann könnten wir mit dem anderen hier konföderieren, mit ihm. Entschand. Auf der anderen Seite, vielleicht greifen ja hier Zwerge an, dann, wer weiß. So, wir machen ihn noch stärker, also sie noch stärker. Mehr Nahkampf für dich. Noch stärker die gute Alatania und noch stärker Sandan Knorli.
Karak Kadrin würde sich auch drüber freuen, ne? Wenn wir hier so... Es würden sich theoretisch, glaube ich, viele freuen. Ja, wenn wir den hier nochmal besiegen würden, dann würde er auch hier nochmal hochgehen, ne? Diplomatische Beziehung mit den Zwergen würde sich auch nochmal steigern. Also komm, wir machen das. Das ist viel zu kostbar. Oh, bitte lass das jetzt noch funktionieren. Das hat mich, glaube ich, ein bisschen verklickt. Ich hoffe, das geht jetzt trotzdem noch. So. Also, wir führen die Schlacht fix. Damit du, Greidel, auch noch die plus 20% Hinterhaltschance kriegst. Das wird nämlich richtig gut. Bitte nicht die passiven Zulfbar-Dudes. Nein, nein, wenn, dann würden wir es Clan Angrund rüberschieben. Oder dem anderen oben. Wie heißt der? Den Namen vergessen. Wir sehen ihn nicht, er sieht uns nicht. Dem Slayer-König. Ah, hier, das sind übrigens die neuen, die wir rangeholt haben. Das hier sind die Bären. Also Standardbären. Und Greidel, das bist du hier. Grüß dich. Wir machen das so, dass du, Greidel, jetzt die 20% Hinterhaltschance noch kriegst. Weil du sicher auch für die eine oder andere Verteidigungssituation zuständig sein wirst. Und das durchaus von Vorteil ist, wenn du das hast. Alatania. Schon. Einfach gehen jetzt. Ah, die sind unerschütterlich. Können nicht anders. Er hat einen Banner, das unerschütterlich macht und das gibt er irgendeiner Einheit. Und nachdem wir die Flusstrolle getötet haben, musste er das hier einer anderen Truppe geben. Ich fände es schöner, wenn wir die Zwerge irgendwie wiederbeleben könnten. Drei Zwerge zu haben, die uns die Seite decken, ist natürlich viel wertvoller. Aber ich befürchte, dass das nicht geht. Ich denke, wir müssen mit Alternativen arbeiten. Nehmen das Geld. So. Jetzt dürftest auch du diese Fähigkeit kriegen. Genau. Erfolgschance für Hinterhalte. 20%. Angreifen, ausrauben, ausrauben, nochmal ausrauben. Ich weiß, wir könnten ihn wiederbeleben. Ich kenne die Strategie. Ich weiß nur nicht, ob ich es machen will.
Überall bist du. Speak up! Harrow! So lange ausrauben, bis eine Rebellion stattfindet, bis die Zwerge drin sind, dann mit ihnen Bündnis schließen und ihnen alles geben. Könnten wir machen. So, ich stelle mich mit einem Hinterhalt hier hin. Ja, sie werden wahrscheinlich das da holen, das kann ich jetzt nicht ändern. Dann hole ich es halt wieder zurück. Wir nehmen noch zwei günstige Fledermäuse rein, falls jedoch noch eine Armee kommt mit richtig vielen Distanzkämpfern. Und wir bleiben mal drin, damit da sicher nichts schief geht. Okay. Drei ist besser als zwei. Ja. Was ist, wenn es nicht klappt? Das, was ich mir fast noch dachte, hä? Aber da würde die eine Armee komplett draufgehen, das ist ja auch blöd. So, jetzt wisst ihr, warum ich da den Hinterhalt hingestellt habe. Wir kämpfen hier so viel. Die Fruchtbarkeit von diesem Baum ist ruckzuck oben. Ne? Also das geht so schnell, wie wir hier die Fruchtbarkeit, also das, wie wir den Baum aufblühen lassen. Mit dem Blut der Goblins und der Orks. Das dürfte gehen. Wo ist Ihr Kommandant? Hier vorne wahrscheinlich, ne? Bei der Menge an Orks und Goblins musst du aufpassen, der Baum keine Pilze kriegt. Ah ja, okay, solides Argument. Absolut solides Argument. Absolut solide, ja. So, den stellen wir mal schnell da hinten hin, weil der macht nur Unfug. Und ihr kommt dahin. Mal schnell in die 4. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott. Oh, warte. Ich schmeiß da das drauf und den hier drauf. Warum sind die alle da vorne? Okay, was ist passiert? Ui. Damit habe ich nicht gerechnet. Alter, habt ihr das gesehen, was das für ein Cluster war da? Warum sind die alle so auf einem Ort gepoppt? An einer Stelle gewesen? Was war da los? Huh. Uiuiui, da wäre die mir fast draufgegangen, meine Freunde. Wenn es nicht funktioniert, kannst du wenigstens sagen, du hast es probiert. Du bist zwar tot und gehst nicht in die Geschichtsbücher, aber gehst dann halt in die Geschichtsbücher ein, als jemand, der es wenigstens probiert hat. Ja, ich würde aber sagen, ich denke, ihr habt recht. Ich finde die Idee zwar sehr, sehr smart. Wir sind zäh oder wurden zäh gemacht. Ihr wurdet tatsächlich zäh gemacht. Ich machte mir mehr Sorgen um Drykia. Drykia. So, sie sind ja theoretisch nicht so geflohen, wie sie fliehen müssten. Das heißt, die Armee müsste ja dann eigentlich erledigt sein, oder? Sie
Nein, sie kann fliehen. Das ist wie immer typisch KI. Eigentlich müsste die KI aus in den Bereich rauslaufen, wo sie dann fliehen kann. Nur so dürfte sie entkommen. Dass sie jetzt trotzdem ein Karmischer Quatsch. Grün, grün sind alle meine Freunde. Ein Fremder von den Asrai nähert sich zögerlich eurem Kriegshain. Bevor ihr euren Instinkten folgt und ihn umgehend mit eurem spitzigen Ast aufschließen könnt, erklärt er aufrichtig, dass er ein Bote aus einer nahegelegenen Konklave der Waldelfen sei. Er spricht von immensen Bedrohungen, die ihre Waldgebiete gefährden, und sagt, dass eine Zusammenarbeit dem Wohle aller Wälder und Baumgeister dienen könnte. Wie antwortet ihr? Wir könnten auf die Art der Dryaden antworten. Diplomatische Beziehungen müssen sich mit Waldelfen für 10 Runden. Oder einen Waffenstillstand annehmen. Führerschaft plus 10 für Dryaden, Baumschrat und... Wir nehmen den Waffenstillstand an für 10 Runden. Maria Quervil. Interessanterweise haben sie das hier nicht angegriffen, ne? Eine Waldinvasion. Sie beginnt, da kommen sie. I will not obey. Oh, da kommen mehrere von mehreren Seiten. Hoi. Könnte doch zu einem größeren Problem werden, als ich dachte. So, Greidel, geh mal zurück, bitte. Okay. Ich weiß, dass sie finanziell eigentlich im Minus stecken. Lassen uns davon aber nicht beirren. Reikland. Die Vampire drehen wieder durch. Ja, hier haben wir wieder zwei Armeen. Man könnte mit einem Gewaltmarsch aber bis dahin marschieren und dann hätte ich den Salat, ne? Und wie viel verdoppeln wir das? 50. Ich renne hier hin mit einem Hinterhalt. Einer von denen wird dann reinrennen. Kannst du nicht durchs Wurzelnetzwerk zurück, um zu helfen? Könnte ich, machen wir aber nicht. Wir lassen die näher kommen und dann attackieren wir den einen oder anderen, je nachdem. Und knipsen die einzeln aus. Das müsste schon gehen. Von Salat bei den Dryaden zu sprechen ist auch mutig. Nee, das muss so. Also wir machen plus 5 Bewegungsreichweite Kampagne. Das ist hinter der Cam, das sieht man nicht mehr, deswegen habe ich es vorgelesen. Hinter der Kamera. Wir nehmen noch einen Bären mit, weil die Bären sind gut gegen große Feinde, damit können wir die Ogre unter Druck setzen. No! Also der kommt ja nicht ganz bis hin, ne? Das heißt, du musst entweder hier so oder da so. So, ich muss euch irgendwo einteilen. Rubbels, wo schmeiße ich dich denn rein? Unterhalt für Dryaden, das wäre natürlich gut. Das hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen. Vielleicht auch mit einem Wildherz. Sprechen der Vergessenen, Unterhalt für Baumschrater, passive Fähigkeit, große Arme. Okay. Hier sind die Tiere ein bisschen stärker.
Rubels, du wirst Sprecher der Verbitterten. Damit wir ein bisschen Geld sparen. Und Greidel, bei dir weiß ich es noch nicht. Schleicher für Baumschrate. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Also die hier. Ersetzt für alle Elfen. Das ist zwar nett. Aber Sprecher der Wilden ist, glaube ich, hier angebrachter, weil die Bären... Genau, Bonus gegen große Feinde kriegen. Dann lohnt es sich sogar noch, die ein oder anderen Fledermäuse mit reinzunehmen, ne? Bonus gegen große Feinde für Höhlenfledermäuse, wilde Manticore, Riesenspinnen, Riesenfalken, Riesenwölfe und wilde Bären. Stocken wir das dann noch ein bisschen auf. Hätten wir noch ein bisschen Gift, was mitspielt. Waffenstärke. Ich finde die Riesenwölfe gar nicht so schlecht. Nehmen mal die Spinnen mit, dann haben wir das sicher fix. Okay. Bei Salat der Salat ist ja böse. Also im Grunde genommen ist es so, bei den Dryaden wächst der Bizeps ja von Salat. Ne? So, also da ist mir jemand in die Falle gegangen. Da kommt Nummer 2. Ich würde sagen, das machen die auch mal schnell mit der Autoschlacht. Also, die Säulen des Grungni werden wir jetzt einfach plündern. Wir plündern links, rechts, links, rechts, links, rechts die ganze Zeit. Na, guck, wer da kommt. Da kommt der Nächste schon an. Du sagtest, dann haben wir den Salat. Darauf war das bezogen. Ja, aber das ist hier positiv. Das ist an der Stelle positiv besetzt. Mhm. So, einmal stärker geworden. Auch hier machen wir dich einfach noch stärker. Du bist ja als Bogenschützen eh schon so gut, wie du bist. So, Alatania, dich machen wir jetzt zur Truppenauffüllerin, damit wir hier auch schneller wieder regenerieren. Und Sandon, du wirst einfach stärker. Mehr Lebenspunkte für dich. Ist er so oder so beide unsterblich, von daher ist okay. Ja, das wird jetzt eine Herausforderung hier. Nimm den Manticore trotzdem mal mit. Ja, ich weiß, wir sitzen fett im Minus. So, wir regenerieren. Wenn du ausraubst, kriegst du eh gute Verlustrate, oder? Nein, nicht wirklich. Aber Alatania kümmert sich jetzt gerade um unsere Verlustrate hier. Von daher ist das okay. Stimuliert Wachstum zusätzlich um 10. Verbotenen Stamm. Eine Waldbegegnung. Eine neue Waldbegegnung. Für einen anderen Wald. Okay. So, also. Ihr seht, die sind beide näher gekommen. Jetzt können wir einen von beiden ausknipsen. Der hat verdammt viele Kanonen. Bei dem werden wir einfach näher, ne? Aber den würde ich eigentlich viel lieber angreifen, wenn er hier versucht, das einzunehmen.
Und den würde ich mit den ganzen Kanonen eigentlich lieber auf offenem Feld. Aber ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. 55 plus 50. Komm, schaffe ich das wieder zurück? Müsste schon, oder? Dann Gewaltmarsch. Das geht. Ein knapper Sieg. Wir kämpfen es selber. Du bist kurz davor, dass du die Verstärkung dabei hast. Ja, das Ziel ist eigentlich, zwischen beide anderen Siedlungen dazwischen zu rutschen und da dann einfach volle Kanne drauf zu zimmern die ganze Zeit. So sind wir schneller. Battle ready. Following orders. Bows of Athelloran. Deepwood Guardian. Blade Guard. So, damit sind die Kanonen raus. Die hier umstellen. Faster! Blade Guard! Dass die wiederkommen, ist nicht so geil. Jetzt haben wir es, ne? Wo ist einer mutig bis zum Ende hin? Irgendwo ist einer noch. Ah, hier. So, die Riesenwölfe sind einfach ganz normale Wölfe. Riesig finde ich sie gar nicht. Aber okay. Angriffsreichweite. So. Damit haben wir auch das zurückgeschlagen. Die Flagge landen. Ja, ich habe sie auch gerade noch gesehen. Okay, dann füllen wir hier die Truppen wieder auf.
Ein Großteil der Kanonen ist platt. Dafür, dass sie einmal schießen konnten, haben sie trotzdem noch was angerichtet, ne? So, wiedersehen. Okay, das schaffen wir noch. Es ärgert mich nur, dass er jetzt trotzdem noch mit ein paar Kanonen da hingekommen ist. Ja, wir machen das jetzt trotzdem so. Die Dryaden stärker machen. Wir haben ihm eh die Fähigkeit gegeben, dass die Dryaden ein bisschen günstiger sind. So, du machst deine Bogenschützenkollegen ein bisschen stärker. Die arbeiten wirklich mit sehr wenig Schützen. So, dann machen die passives Blühen, dass jedes Mal, wenn die Zauber wirken, dass wir, dass alle auf dem Feld von uns geheilt werden. Nur ganz wenig, sehr, sehr wenig, auch für eine kurze Zeit. Also Heilung pro Sekunde 0,20% für 4 Sekunden. Ist also nicht wahnsinnig viel, was geheilt wird, aber es ist halt gratis nebenbei. Und daher ist nicht schlecht für uns. So, wir bauen das noch aus. Und in der nächsten Folge werden wir, also wir klicken dann einfach hier drauf und dann wird er wahrscheinlich angreifen, dann müssen wir das verteidigen. Bin gespannt, wie das hier ausgeht, ne? Also, Ritual der Wiedergeburt. Like und Kommi, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.